Hey Leute, willkommen beim Flatterball-Tutorial. Ich zeige euch heute, wie man einen Flatterball schießt und was man dabei alles beachten muss. Vorab ist es eigentlich scheißegal, mit was für Bällen ihr schießt oder was für Schuhe ihr anhabt. Es gibt zwar Bälle, wo der Ball ein bisschen besser fliegt, wie der Jabulani zum Beispiel, aber das ist eigentlich eher unwichtig. Also das könnt ihr mit euren ganz normalen Fußballschuhen und auch mit ganz normalen Fußbällen machen. Der Trick beim Flatterball ist es, dem Ball so wenig Rotation wie möglich zu geben. Im Optimalfall kommt der Ball dann sogar so im Tor an, wie er auf dem Boden lag, ohne sich dabei in der Luft zu drehen, weder zur Seite noch nach vorne. Kommen wir nun zu dem genauen Ablauf der Technik. Schritt 1. Beim Anlauf nehme ich 4 bis 5 Schritte nach hinten und einen zur Seite nach links. Und dann schön gerade zum Ball anlaufen und den Ball treffen. Den Ball treffe ich im Optimalfall so weit unten, wie es geht, ohne dass der Ball Unterschnitt bekommt, also dass es keine Flanke oder so wird. Meistens läuft das dann ungefähr auf so einen Punkt hier raus, dass man ihn ziemlich weit unten trifft. Den Ball treffe ich ungefähr am Übergang zwischen Innenseite und Spann, relativ weit vorne am Fuß. Und in der Schusshaltung sieht das dann ungefähr so aus. Bei der Schusshaltung ist es wichtig, sich wirklich ganz über den Ball zu lehnen beim Schuss. Dadurch vermeidet man, dass der Ball Unterschnitt bekommt. Und ein Tipp, den ich euch noch geben würde, ist wirklich euren ganzen Oberkörper mal anzuspannen, während ihr schießt. Dadurch könnt ihr das noch besser hinkriegen, dass ihr euch über den Ball beugt. Also alles unter Spannung halten. So, zusammengefasst, 3 bis 4 Schritte Anlauf nehmen. Einen nach links, im Oberkörper Spannung aufbauen, auf den Treffpunkt achten und das Bein eben gerade durchschwingen. Und dann flattert der Ball auch. So, als letztes kann ich jedem, der diese Technik wirklich lernen will, einfach nur den Tipp geben, wirklich rauszugehen, es zu trainieren und das nicht nur ein, zwei Mal, sondern über 3, 4 Monate wirklich immer wieder probieren. Und dann irgendwann klappt es auch mit der Technik. No, no, no.